Let's Dance hat seinen nächsten Dancing Star. Am Freitag, 24. Mai 2024, gipfelte die 17. Staffel Let's Dance bei RTL in einem großen Finale. Alle Infos zur Staffel von 2024 gibt's hier auf einen Blick. Let's Dance Gewinner. Wer hat die 17. Staffel von Let's Dance gewonnen? Im großen Let's Dance Finale bewiesen Gabriel Kelly, Jana Wosnitzer und Detlef D. Soest noch einmal, was sie in den vergangenen Wochen gelernt haben. Am Ende erhielt Gabriel Kelly die meisten Stimmen von Jury und Zuschauern und ist Dancing Star 2024. Jana Wosnitzer landete auf dem zweiten Platz, für Detlef D. Soest ging die Tanzshow mit dem dritten Platz zu Ende. Let's Dance, Finale 2024. Welche Tänze zeigten Gabriel Kelly, Detlef D. Soest und Jana Wosnitzer? Gabriel Kelly, Detlef D. Soest und Jana Wosnitzer kämpften im Finale um den Let's Dance-Titel 2024. Alle drei performten in der allerletzten Show der Staffel drei Tänze und konnten dabei also bis zu 90 Punkte ergattern. Die Finaltänze im Überblick. Detlef D. Soest und Ekaterina Leonova zeigten einen langsamen Walzer zu What a Wonderful World von Louis Armstrong, Jury-Tanz, eine Samba zu Tum Taketa von Luca D. und Alessandro Olivato, Lieblingstanz, und einen Freestyle mit dem Thema Men in Black zu den Songs Men in Black, Who Let the Dogs Out, Back in Time und I Will Survive. Jana Wosnitzer und Fadim Gabusov zeigten eine Rumba zu Eres Todo en Mi von Anna Gabriel, Jury-Tanz. Einen Quickstep zu I Want You to Want Me von Letters to Chloe, Lieblingstanz, und einen Freestyle mit dem Thema Beyoncé zu den Songs Run the World, Single Ladies, Put a Ring on It, Crazy in Love und Halo. Gabriel Kelly und Malika Tschumev zeigten eine Samba zu Más que Nada von Sergio Mendes feat. Black Eyed Peas, Jury-Tanz, einen Tango zu Nothing Else Matters von Metallica, Lieblingstanz, und einen Freestyle mit dem Thema Romeo und Julia zu den Songs Dance of the Nights, Loveful, I'm Kissing You und Herrscher der Welt. Let's Dance. Warum tanzten Sophia Thiel, Marc Keller und Tillmann Schulz im Finale nicht? Sophia Thiel musste das Finale schweren Herzens von zu Hause aus verfolgen. Die Let's Dance-Kandidatin musste sich auskurieren. Marc Keller konnte wegen seiner Verletzung leider auch nicht im Finale tanzen. Auch Tillmann Schulz war verletzt und tanzte deswegen nicht.